Gerade hört man mich? Ja. Wunderbar, Willkommen. Schön. Ich freue mich auch über jedes Nicken. Also die meisten sind schon mit Video zugeschaltet, wer auch immer das kann. Das ist immer schön, auch eine Interaktion zu haben, zu sehen, wer ist mit uns am Schiur und zu sehen, ob sie auch das mitverfolgen können. Wenn Sie Fragen haben, wenn etwas unklar ist, bitte unterbrechen Sie mich. Sie dürfen sich herzlich gerne melden. Ich habe mir sehr überlegt, heute in 2 Wochen werden wir bereits das erste Chanukka-Licht gezündet haben. Ich habe mir schwer überlegt, soll ich jetzt schon Chanukka thematisieren oder doch noch in einem anderen Feld bleiben? Und ich glaube, unser Wochenabschnitt bietet so etwas Spannendes, dass ich nicht einfach darüber hinweggehen kann. Und deswegen lassen wir Chanukka den anderen Dozenten. Wird es noch thematisiert werden, Paula Bunski? Kommt Chanukka noch? Gibt bestimmt noch Vorträge und Kurse darüber, oder? Chanukka kommt. Ja, Chanukka kommt, das ist wahr. Wir werden bestimmt auch Gelegenheit haben, uns darauf vorzubereiten. Und ich hoffe, dass auch im Rahmen der Kurse und der Schiurim diese Möglichkeit bestehen wird. So, aber ich möchte mit Ihnen tatsächlich in eine spannende Geschichte eintauchen, die auch in verschiedenen kulturellen Möglichkeiten Ausdruck gefunden hat. Und zwar eine Geschichte, die uns, glaube ich, alle recht bekannt ist, zu Beginn des kommenden Wochenabschnitts. Jakob befindet sich, wir sind beim Vorvater Jakob, Parashat Vayishlach, Wochenabschnitt schon in der zweiten Hälfte des Buches Bereshit, ersten Buches der Torah. Jakob hat sehr schwierige Zeiten hinter sich und vor sich. Er ist gerade von Laban geflohen. Bei ihm ging es ihm nicht mehr besonders gut und er musste schnell weg. Und dann kommt er zurück nach Israel und das Erste, was er antreffen soll, ist sein Bruder Esav. Und es ist unglaublich, es sind 20 Jahre her. 20 Jahre ist eine lange Zeit. Wenn wir uns immer erinnern könnten, was vor 20 Jahren passiert ist. Es sind 20 Jahre um und es ist, als ob es gerade gestern erst gewesen wäre, da sie sich noch zerstritten haben und Esav voller Wut gegenüber Jakob ist. Das sehen wir auch, wie die beiden sich gleich noch begegnen werden. Es ist auch ein interessanter Hinweis, der Wochenabschnitt Vayetze, den wir diesen Schabbat gelesen haben, ich durfte den auch aus der Tora vorlesen, er ist auch sehr, sehr lange. Er ist auch außergewöhnlich kompliziert in dieser Hinsicht. Normalerweise in den Tora-Abschnitten befinden sich Absätze. Wir haben ja keine Punkte, keine Kommas, keine Satzzeichen, keine Punktierung, gar nichts. Es sind einfach nur Worte. Aber es gibt ein Mittel, welches die Geschichten oft unterteilen, und das sind Abschnitte. Es gibt Abstände, bei denen ein neuer Abschnitt eingeleitet wird. Und zwar nicht unbedingt ein Wochenabschnitt, sondern manchmal nach jedem Satz oder nach verschiedenen Sätzen, wenn eine Begebenheit zu Ende ist oder ein Punkt gesetzt werden soll, gibt es diese Abschnitte. Parashat Vayetze, obschon es ein sehr langer Wochenabschnitt ist, ist an einem Stück geschrieben. Es gibt keinen einzigen Absatz. Es ist einfach nur eine Spalte nach der anderen und man liest sich durch diese Spalten. Bei den Aufrufen wird ja immer abgesetzt. Da muss man jedes Mal suchen, wo sind wir jetzt, weil es gibt überhaupt keinen Hinweis mit Abschnitten, wo man sich gerade befindet. Es gibt keinen visuellen Hinweis oder Anhalt, wie dieser Wochenabschnitt unterteilt werden kann. Und eine interessante Erklärung, die ich dazu gehört habe, ist genau dieser Punkt. Weil jetzt, das ist wie eine große Klammer. Jakob ist rausgegangen, geflohen vor Esav. Sind 20 Jahre um, viele, viele Ereignisse, aber alles ist wie ein Päckchen, wie ein Paket in sich geschlossen. Die Klammer wird geschlossen, 20 Jahre sind um und wir setzen genau dort an, wo wir vor der Klammer waren, 20 Jahre davor. Esav wartet voller Wut darauf, dass Jakob zurückkommt. Jakob schickt Engel oder Boten seinem Bruder entgegen, möchte herausfinden, wie ist denn die Situation, wie ist die Atmosphäre. Die Boten kommen zurück mit erschreckenden Nachrichten. Esav ist immer noch voller Ärger und Wut und nicht nur das, er zieht Jakob entgegen. Er hat Wind davon erfahren, dass Jakob zurückkommt und er zieht ihm entgegen mit einer starken Armee von 400 Soldaten, die ihm entgegenziehen. Tja, nicht sehr nett, nicht sehr aussichtsreich und Jakob
kriegt es mit der Angst zu tun. Vayira Yaakov me'od vayetzalo. Es wurde ihm Angst und Bange auf Deutsch. Und er beginnt sich vorzubereiten. Er beginnt Geschenke zu schicken dem Esav. Er bereitet sich mit einem Gebet vor. Und er bereitet sich auch auf Krieg vor, laut einigen Kommentaren. Berühmt Raschis Kommentar, der Zweiteilung des Lagers als Kriegsvorbereitung sieht. Nicht alle sind damit einverstanden. Ramban sieht das anders. Aber das ist die berühmte Interpretation, auch im Midrasch vertreten, dass Jakob auch einen Krieg befürchtet hat. Und nachdem nun dieser sorgenvolle Tag vorübergegangen ist, beschließt Jakob in der Nacht, er setzt weiter seinen Weg fort, mitten in der Dunkelheit, und er setzt über den Fluss. Er hilft also allen Angehörigen, seinen Frauen, seinen Kindern, alle, sein ganzes Vermögen mit Schafen, Ziegen und so weiter, setzt über den Fluss Jabok. Und genau an dieser Stelle geschieht eine Begebenheit, die nebulös ist, wie sie wohl kaum nebulöser sein könnte. Und diese möchte ich mit Ihnen gerne genauer unter die Lupe nehmen. Die Begebenheit selber ist bekannt, aber da stellen sich so viele Fragen, dass wir sehen werden, dass wir noch viel, viel darüber erfahren können. Und jetzt müsste ich nur rausfinden, hier. So, ich habe es schon raufgeladen. Können Sie die Quellen sehen? Ja, erstes Buch Moses, wunderbar. Es ist also nicht beschriftet, aber Sie dürfen mir vertrauen. Das ist aus unserem Wochenabschnitt. Wir befinden uns hier mitten im Abschnitt Vayishlach, genau an dieser Stelle, wo Jakob mitten in der Nacht die Transaktion durchführt. Nicht eine finanzielle Transaktion, sondern die physische Transaktion seiner Familie. Wir lesen mal diese Geschichte. Und stand auf in der Nacht und nahm seine zwei Weiber und die zwei Mägde und seine 11 Kinder und zog an die Furt des Jabok. Ja, Entschuldigung, schlechte Übersetzungen muss man immer wieder hinweisen. Es sind nicht 11 Kinder, es sind 11 Söhne. Denn da war noch ein 12. Kind, nämlich die Tochter. Im hebräischen Text heißt es die Vachadasar Yeladav. Oh, da heißt es wirklich die Kinder. Stelle ich gerade fest. Interessante Frage, warum da nicht die 12. auch erwähnt ist. So, auf jeden Fall sind alle übergesetzt auf die andere Seite, an die Furt des Jabok, des Flusses. Nahm sie und führte sie über das Wasser, das hinüberkam, was er hatte, und blieb allein in der Dunkelheit. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und da er sah, dass er ihn nicht übermochte, rührte er das Gelenk seiner Hüfte an. Und das Gelenk der Hüfte Jakobs war über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber er antwortete, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Er sprach, wie heißt du? Er antwortete, Jakob. Er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und bist obgelegen. Und Jakob fragte ihn und sprach, sag doch, wie heißt du? Er aber sprach, warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn da selbst. Und Jakob hieß die Stätte Pniel, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist genesen. Und als er an Pniel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf und er hinkte an seiner Hüfte. Daher essen die Kinder Israel keine Spannader auf dem Gelenk der Hüfte, natürlich an einem Tier, nicht an dem Menschen, bis auf den heutigen Tag, darum, dass die Spannader an dem Gelenk der Hüfte Jakobs angerührt war. Soweit die Geschichte. Ist die Ihnen bisher schon bekannt gewesen? Kennen Sie der nächtliche Kampf von Jakob? Ich darf auch alle dazugekommenen herzlich einladen, wer sich mit Video zuschalten kann. Sehr willkommen. Ich mag es sehr, die Interaktion auch Sie zu sehen, nicht nur umgekehrt. Wer auch immer sich wohlfühlt dabei, ist herzlich dazu eingeladen. So, diese Geschichte. Die ist uns so sehr bekannt und trotzdem sowas von nebulös, von unklar. Da taucht mitten in der Nacht ein Mann auf und er beginnt einfach mit ihm zu kämpfen. Wortlos,
Er sagt nicht, wer er ist, was will er, geht einfach auf Jakob los, tritt aus dem Nebel und ein Kampf beginnt, ein Ringen, und zwar stundenlang, bis die Morgenröte anbricht. Wer ist er? Was möchte dieser Mann? Was denken Sie? Ich habe heute das erste Mal Vers 31, Schluss des Satzes, richtig gelesen. Meine Seele ist gesund geworden oder gerettet worden. Und mir kommt der Gedanke, ob darin irgendwo der Sinn dieses Kampfes liegen mag. Also ich habe schon gehört, dass es der Fürst von Esau gewesen sei, der Engel von Esau, mit dem er gekämpft hat. Sehr schön. Ja, das ist doch das Bild, das wir alle haben. Es gibt berühmte Gemälde, ich glaube Chagall hat das gemalt auch, oder andere Künstler, wie Jakob mit einem Engel kämpft und ringt die ganze Nacht. Das kennen wir. Und deswegen, das Volk der Erklärung unserer Weisen und Gelehrten, dass hier der Fürst von Esau, von Esav, Jakob entgegenkommt und ihn zu bezwingen versucht. Sozusagen ein Kampf vor dem Kampf. Infolge dieser Interpretation ist Rambam Maimonides der Auffassung, dass diese ganze Begebenheit ein bloßer Traum war. Nur ein Traum. Keine Wirklichkeit. Warum denkt Rambam so? Weil Rambam einer einfachen Auffassung folgt. Er sagt, es ist schlicht und einfach nicht möglich, mit einem Engel zu kämpfen. Denn Engel sind Wesen, die haben keine Körper. Die können nicht in der körperlichen Welt zum Ausdruck kommen. Die können nicht von Körper zu Körper kämpfen. Und deswegen handelt es sich hier um eine Traumvision, die in der Wirklichkeit so nicht stattgefunden hat. Nachmanides, Ramban, ist mit dieser Auffassung nicht einverstanden. Aus einfachem Grund. Rambam, Maimonides, wie willst du uns erklären, dass eine bloße Traumvision dazu führt, wie hier ganz klar geschrieben steht, und zwar in Satz Nummer 26, und auch später wieder in Satz Nummer 32, dass Jakob zu hinken begann. Wie? Hat er so stark geträumt, dass ihm plötzlich die Hüfte wehgetan hat? Hat er sich da plötzlich einen Kampf eingebildet und die Hüfte hat das übertragen? Und das ist ja so verwirklicht, dass wir sogar eine Mitzwa haben. Im ganzen Buch Bereshit zählt der Sefer HaChinuch, der die ganzen Gebote in der Torah aufzählt, nur drei Mitzvot, drei Gebote. Und das ist einer von diesen dreien. Sich zu vermehren, die Beschneidung und nicht von der Spannader, von der Gita Nashe zu essen. Seine Mitzwa für alle Generationen. Und übrigens verzichten wir auf ziemlich viel. Bei den sephardischen Juden ist es üblich, eine bestimmte Sehne rauszuschneiden aus dem hinteren Teil eines Viehs von Kühen und Schafen, wenn diese geschlachtet werden. Und dieser Teil darf nicht gegessen werden. Die Ashkenazim, die gehen ziemlich viel weiter und die verzichten auf ein ganzes Stück Hinterteil, weil es große Diskussionen gibt, welcher Teil genau gemeint ist. Und dieser Teil muss an nicht-jüdische Leute verkauft werden. Und das gehört zu den besten Teilen des Tieres und wird ziemlich billig verhökert, weil es für uns nicht genießbar ist. Und das ist schon eine ziemlich starke Auswirkung für eine Traumvision, die überhaupt nicht stattgefunden haben soll. Deswegen sagt der Ramban, Nachmanides, dieser Traum war echt. Es war kein Traum. Diese Begebenheit war echt und der Kampf hat tatsächlich stattgefunden. Ich habe noch eine Frage. Am Anfang vom Buch Bereshit, da steht, ich glaube, sind das nicht die ersten Kapitel, dass die Großen dieser Erde sind da nicht die Engel zu den Menschen gekommen, haben mit ihnen Kinder gezeugt, also dass das möglich ist.
dass die Engel... Nein, da heißt es Bnei Elohim, die Kinder Gottes. Und da ist die Frage, was ist damit gemeint? Und entweder ist es im übertragenen Sinne, dass sie zu Göttern erhoben wurden, oder dass es einfach bedeutende Menschen waren, die wichtige Funktionen erfüllten, aber sind nicht Engeln gemeint. Diese Vorstellung gibt es bei uns tatsächlich nicht, dass Engel mit Menschen zusammenzeugen können. Da müssen wir schon Rambams Worten folgen. Aber auch wenn wir Nachmanides Auffassung folgen wollen, müssen wir davon ausgehen, dass diese Geschichte mehr verbirgt als offenbart. Diese Geschichte ist voller versteckter Hinweise. Man kann es vergleichen mit einem Eisberg, von dem man die Spitze sieht. Und bekanntlich ist Titanic ja genau daran gescheitert, dass da viel, viel mehr unter Wasser sich verbirgt. Und genau auf dieses Eis wollen wir stoßen und verstehen, was, warum geht es in dieser Geschichte? Was will sie uns aussagen? Was sollen wir davon lernen? So viele Fragen, die dabei aufkommen werden. Und deswegen, um so eine Geschichte besser zu verstehen, müssen wir verstehen, dass die Ausdrücke für große Sinnbilder stehen. Und das erste Sinnbild vielleicht, dem wir nachgehen sollten, ist, dass hier in Satz 25, die Geschichte selber ist ja in äußerster Kürze beschrieben, sie beginnt in Satz 25, nachdem alle übersetzt haben, Vayivater Yaakov Levado. Jakob blieb allein. Was ist dieses Alleinbleiben? Und später, davor heißt es, Vayakom balaila hu. Ich hätte ihn auch den hebräischen Text kopieren müssen, weil dort finden wir genau diese Hinweise, die eben in der Übersetzung leider nicht mehr zu sehen sind. Und zwar, der Anfang dieser Passage, da heißt es, und stand auf in der Nacht, Vayakom balaila hu. Eigentlich müsste genau übersetzt sein, in dieser Nacht, aber in dieser Nacht würde normalerweise heißen Balaila Hahu. Das heißt aber nur Balaila Hu. Balaila Hu, genau genommen heißt, er stand in der Nacht auf, er. Und das ist überflüssig, denn eigentlich reicht es zu sagen, Vayakom Balaila, er ist in der Nacht aufgestanden. Warum wird hier nochmal betont, Balaila Hu? Und hier muss man bemerken, Jakob ist nicht einfach physisch auf der einen Seite gewesen, die anderen auf der anderen Seite, sondern Jakob blieb mit seinem ganzen Wesen zurück. Alles, was Jakob ausmachte, sein ganzes Sinnbild, seine ganze Seele, von der hier Herr Kramer, glaube ich, vorhin gesprochen hat, die ist dort an dieser Stelle gewesen. Und um diese geht es hier. Denn was in dieser Nacht vorgefallen ist, das hat weniger mit dem Körper zu tun, weniger mit dem körperlichen Ringen, als mit etwas Spirituellem, das in weit transzendenter Ebene stattfindet. Die zweite Sache, die unser Augenmerk verdient, das ist das Ausrenken der Hüfte. Was ist dieses Ausrenken der Hüfte? Warum ist das passiert? Was hat das für ein Sinnbild? Warum ist das zu einem Gebot für alle Generationen erhoben worden, wie wir gerade beschrieben haben? Ein fehlender Teil von jedem Tier, das wir essen möchten. Worin steckt hier die große Botschaft für alle Generationen? Irgendjemand ist mit Mikrofon zugeschaltet? Gibt es eine Frage? Ja, habe ich schon gemacht. Das war gut, eine Frage der Artus 50. Wunderbar. Also wenn Sie Fragen haben, dann gerne. Zu der Frage der ausgerenkten Hüfte gibt es eine ganze Diskussion im Talmud, in Yevamot, und zwar wie wir diese, und in Chulin auch, wie wir dieses Gesetz genau einhalten, ob es die rechte Seite, die linke Seite ist. Und dazu gibt es einiges zu bemerken. Zuerst einmal, was bedeutet es, wenn die Hüfte ausgerenkt wird? Wozu brauchen wir die Hüfte, eine starke Hüfte? Was passiert mit Jakob, nachdem er diese Verletzung davonträgt? Er hinkt. Er hinkt bedeutet, er kann nicht mehr mit beiden Beinen fest auf dem Boden stehen. Er ist ins Wanken geraten. Das heißt, an ihm ist etwas passiert,
das nicht nur physisch zum Ausdruck kommt, sondern auch seelisch. Er hat eine Verletzung gekriegt, die ihm zu schaffen macht. Jetzt müssen wir verstehen, Jakob, wenn wir vorhin gesagt haben, Balailahu, er in dieser Nacht, und Vayivater Levado, er ist allein geblieben, dann ist Jakob nicht mehr ein einzelner Mensch. Jakob steht für die ganze Nation. Er wird bald den Namen Israel kriegen, wie wir ja schon gelesen haben, und er steht somit für das Volk Israel. Wenn Jakob die Hüfte ausgerenkt wird, dann wird dem Volk Israel eine Verletzung zugefügt, die das Volk Israel ins Wanken bringt. Was für eine Verletzung ist das? Darauf nimmt Ramban Nachmanides Bezug, er bringt den Midrash aus Bereshit Rabba und dieser sagt, Naga bezadikim vezitkaniot, nevi'im veneviot shatidim lazet mimenu bedoro shel shmat. Es wird eine Generation geben, in der gerade die Gerechten und die Propheten gejagt werden und verfolgt werden und sie werden an ihnen wird diese Verletzung stattfinden. Aha, ich glaube, da ist noch jemand zugeschaltet. Hallo, alle Neuankömmlingen. Guten Abend. Shalom, Shlomo und Chana. Hallo. Herzlich willkommen. Also, das sind... Danke. Dankeschön. Das sind Generationen, bei denen das jüdische Volk ins Wanken gerät, weil die Gerechten, die Guten, zuerst mal verfolgt werden. Das ist nichts Neues und nichts Verwunderliches. Das ist bei Jakob schon geschehen. Seine Hüfte, sein Standbein, sein starker Stand im spirituellen Sinne, seine gerechten Leute in seinem Volk, die werden zuerst mal verletzt. Die werden zuerst mal verfolgt. Das geschah bei den Römern. Da geschah in anderen Generationen, dass es die zuerst getroffen hat. Das ist ein Sinnbild, das hier zustande kommt. Aber wenn wir denken, dass das jüdische Volk deswegen für alle Zeiten geschädigt wird, dann sollen wir direkt später weiterlesen, direkt darauf, nachdem er an Jakob, an Esav glücklich vorbeigekommen ist, heißt es, war Ya'avo Yaakov Shalem Ir Shechem, im Satz 18, Kapitel 33, Satz 18, Jakob kam vollständig zur Stadt Shechem. Er ist, so sagen unsere Weisen, an seinem Körper und an seiner Seele und sogar an seinem Vermögen vollständig geblieben, an seiner Familie. Er hat keinen Schaden genommen auf lange Frist. Es war kurzweilig ein Wanken, es war ein kurzweiliges Hinken, auch wie es heißt hier bei uns im Satz 32, und als er an Peniel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf. Fragen unsere Weisen, was heißt das, ihm ging die Sonne auf? Die Sonne geht für alle auf, nicht nur für Jakob. Und sagen unsere Weisen, dass gemeint ist, dass ihm besonders die Sonne aufging, das heißt die heilende Wirkung der Sonne, dass seine Verletzung wieder verschwand. Sie war vorübergehend. Das heißt, Feinde können kommen und eine üble Verletzung anrichten und das jüdische Volk zum Wanken bringen. Aber es wird sich schnell wiederholen, es werden neue an die Stelle kommen und es wird seinen Stand und sein Standbein deswegen nicht vollständig verlieren. Und nun kommen wir zum Kernstück dieser Geschichte. Und zwar, der Kampf ist ausgebrochen. Was das für ein Mann ist, steht nicht in der Geschichte, aber unsere Weisen haben uns nicht umsonst erzählt, dass es ein Engel ist, und zwar der Fürst von Esav. Denn aus dem weiteren Verlauf der Geschichte sehen wir, das ist kein gewöhnlicher Mann. Denn was geschieht hier, als der Kampf vorüber war? Der Mann, der hat dem Jakob eine Verletzung beigebracht, doch Jakob hat ihn bezwungen und er hält ihn nun fest. Und was passiert, Satz 27? Und er sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber er antwortete, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Und er sprach, wie heißt du? Er antwortete, Jakob. Er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und du bist obgelegen. Und Jakob fragte ihn und sprach, sage doch, wie heißt du?
Er aber sprach, warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Meine Damen und Herren, ich möchte hier ein, zwei Minuten Gelegenheit geben, dass Sie sich diese Sätze nochmal auf der Zunge zergehen lassen und mir vielleicht folgende Fragen beantworten können. Was ist das für ein seltsames Ende? Die Geschichte begann mysteriös und sie endet mit vielen Fragezeichen. Was ist hier los? Jakob bezwingt den Menschen und dann, was sagt er? Und nicht den Menschen, den Engel, was auch immer es war. Er sagt, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Was ist denn das für eine Ausrede? Ja? Lass mich gehen, denn mir jucken die Haare. Was ist das? Es ist irgendeine Begründung, die Morgenröte bricht an. Ein Grund, warum er den Engel gehen lassen soll. Jakob antwortet ihm, nein, nein, du gehst nicht, es sei denn, du segnest mich. Dieser Mann ist gekommen, ohne irgendeinen Grund, greift Jakob an, möchte ihn bezwingen, bekämpft ihn. Und das Einzige, was Jakob von ihm verlangt, ist, segne mich. Was ist denn das für eine interessante Bitte und Frage? Jakob hätte diese Menschen oder diese Gestalt nehmen sollen, sie vernichten, sie zerdrücken. Sie ist in seiner Gewalt, er hält sie fest, er könnte ihn zu Boden werfen und ihn kaputt machen. Was macht er? Segne mich. Bitte ein Segen, du bist so ein Lieber, von dir kriege ich bestimmt gute Worte. Seltsam. Auch das Weitere. Und er sprach, wie heißt du? Und er antwortete Jakob. Und er nennt ihn nun nicht mehr Jakob, sondern Israel. Welche Bedeutung hat das, dass er nun Israel genannt wird, ausgerechnet von dieser Gestalt? Aber es geht seltsam weiter. Satz 30. Jakob fragt zurück, wie heißt du? Und da, diese Gestalt möchte immer noch keine Auskunft erteilen. Warum fragst du mich? Ich bin namenlos. Mein Name musst du nicht wissen. Und er segnet ihn und der Kampf ist vorbei. Bitte können Sie mir sagen, was ist hier los? Das sind Fragen über Fragen. So ein Ende für den Kampf, hätten wir die Geschichte geschrieben oder wären wir an dieser Stelle gewesen. Ich glaube nicht, dass bei uns der Kampf ein solches Ende genommen hätte. Seltsam, wie diese beiden Gegner plötzlich einen Dialog entwickeln, der völlig an der Situation vorbeizugehen scheint. Ich bin auf Erklärungen gespannt. Ich möchte sagen, vielleicht war das ein Kampf schon mit Esau. Also anstelle von einem richtigen Kampf. Es folgte ja dann kein Kampf mehr. Aber wenn das der Frust von Esau war, dann war das schon ein Kampf mit Esau praktisch. Sehr schön, sehr schön. Also dieser Punkt ist ein wichtiger Punkt, den Sie sehr schön hier rauslesen. Es ist nicht Esau selber, denn Esau selber, den treffen wir am nächsten Tag, dem begegnet Jakob in persona. Aber wir sehen tatsächlich eine große Veränderung, denn am Vortag haben wir Jakob noch Angst und Bange erlebt, in großer Aufregung und Sorge, vielleicht wird er Mutter und Kind schlagen und es wird zu einem fürchterlichen Kampf kommen und bitte rette mich doch Gott. Jakob ist in großer Aufregung. Am nächsten Tag, nachdem diese Begebenheit vorüber war, Jakob hat kein Auge zugetan, hat die ganze Nacht mit Kampf verbracht. Schließlich geht er Esau entgegen und wir fühlen von diesem ganzen Aufregung nichts. Jakob handelt überlegt, ruhig, als ob er schon wüsste, dass sich alles in Butter auflösen wird, alles in Wohlgefallen sich wieder ergeben wird. Und so geschieht es tatsächlich. Die Geschichte hat ein super Happy End. Wenigstens so, wie es beschrieben ist. Jakob und Esau fallen sich um den Hals und sie versöhnen sich und sie sprechen gütlich miteinander. Esau bietet seine Hilfe an. Jakob sagt, er kommt zurecht und sie trennen sich. Wie Brüder, Freunde, alles Friede, Freude, Eierkuchen. Das heißt, in dieser Nacht ist etwas passiert, was anstelle von dem eigentlichen Kampf geschehen ist. Aber noch haben wir nicht verstanden, was hier genau passiert ist.
Gibt es noch andere Überlegungen, Stimmen, Interpretationen? Also ich habe heute eine Auslegung gelesen. Da wird gesagt, dass wo der Esau den hinkenden Jakob gesehen hat, da ist so ein Erbarmen über ihn gekommen, dass er ihm entgegenlaufen musste und ihm in die Arme und in den Hals fallen musste, weil er dachte, das ist ja ein gebrochener Mann und den kann man nicht bekämpfen und will man nicht bekämpfen. Interessant. Interessant. Jakob hat sich ja vorhin hingeworfen, er hat sich verbeugt, so wie es die Regeln damals wahrscheinlich verlangt haben. Und es heißt auch, dass Esau ihm entgegengerannt ist und ihn umarmt hat und er hat geweint. Interessante Interpretation. Könnte sein, dass Esau von Erbarmen übermannt wurde, nicht unbedingt die Seite, die wir an Esau besonders kennen und schätzen gelernt haben bisher, durchaus möglich. Aber noch erklärt das den Kampf in der Nacht nicht. Es erklärt nur, dass das Hinken vielleicht etwas bewirkt hat. Ich habe eine Frage. War es von Gott gewirkt? War es eine Prüfung für Jakob? Ja, können wir durchaus sagen. Wir sehen auch den Hinweis, dass dieser Name, der ihm gegeben wird, Israel, der wird später von Gott nochmal ganz ausdrücklich wiedergegeben und bestätigt. Es war sozusagen ein Vorbote Gottes, dass dieser Name für Jakob bestimmt war. Und es ist schon klar, dass hier etwas stattgefunden hat, das im göttlichen Plan einen besonderen Stellenwert hat. Ja, wenn wir uns hier diese Situation anschauen, dann müssen wir auch verstehen, wenn wir über Esau sprechen, genauso wie über Jakob, dann sprechen wir nicht über Personen und schon gar nicht in dieser Nacht, wo der Engel von Esau erscheint, sondern wir sprechen über Leitbilder, über Weltauffassungen, über Weltbilder, die sich einander entgegengesetzt sind. Esau ist der Inbegriff vom Bösen. Wie können wir das verstehen? Zuerst einmal dieser Engel, der erscheint in der Nacht. Die Nacht steht für das Böse. Das ist nicht eine Metapher, die wir vielleicht aus emotionaler Ebene entnehmen, sondern es ist ganz deutlich festgehalten, im Satz von Jesaja, unten Kapitel 45, da heißt es, wir zitieren übrigens diesen Satz jeden Morgen im Morgengebet, aber mit einer Abänderung, da heißt es, auf dass man erfahre von der Sonne Aufgang und der Sonne Niedergang, dass außer mir keiner sei. Ich bin Gott und keiner mehr, der ich das Licht mache und schaffe die Finsternis, der ich Frieden gebe und schaffe das Übel. Leider hat das Ü hier nicht funktioniert. Ich habe es versucht zu ändern, ging nicht. Es soll aber mit Ü, mit einem Ü-Punkt geschrieben sein. Da ich das Licht mache und die Finsternis schaffe, in hebräischen Worten, Yotzer Or Uvore Choshech, Oseh Shalom Uvore Ra. Ich gebe Frieden und schaffe das Böse. Uvore Ra. Im Morgengebet zitieren wir diese Worte, aber wir ändern das Uvore Ra. Bore et hakol, ich schaffe alles. Impliziert ist auch das Böse, aber nicht impliziert das, explizit das Böse. Aber hier Jeschajau, der sagt es, und hier ist eine ganz klare Parallele. Das Licht und die Finsternis, das Licht wird gemacht, die Finsternis wird erschaffen. Frieden wird gegeben und Übel, das Böse wird geschaffen. Das heißt, die Finsternis und das Böse sind das, was geschaffen wird. Die Finsternis, die Jakob umgibt in dieser Nacht, die symbolisiert das Böse an sich. Der Engel Esaus, der ist die Versinnbildlichung, die Wiedergabe von allem Bösen, das in dieser Welt zu erfahren ist. Nicht umsonst hatte Esau einen ziemlich bekannten Enkel, der da hieß und wieder auftaucht in unserer Geschichte, Amalek.
Amalek war ein Enkel von Esav. Der Sohn von Eliphaz, dem Sohn von Esav, das war Amalek. Amalek ist für uns das Sinnbild des Bösen an sich. Derjenige, der aus sinnlosem und grundlosem Hass Israel überfiel, in der schwächsten Situation, gerade als Sklaven aus Ägypten ausgezogen und ihm gerne mal in den Rücken fällt, wo es geht. Esav setzt sich aber auch fort durch Amalek in einem weiteren bekannten Nachkommen, dem wir ein schönes Fest zu verdanken haben, aber der es anders beabsichtigt hat, das ist Haman. Haman, der Bösewicht, der in der Purim-Esther-Geschichte auftaucht, der nur einen Plan hatte, er wollte das jüdische Volk vernichten. Rom wird als Fortsatz von Esav gesehen. Esav hu Edom, heißt es in unserem Wochenabschnitt, oder schon vor 2 Wochen. Esav, das ist Edom, und Edom steht für Rom. Wir befinden uns im Galut, im Exil von Edom, von den Römern bis heute. Was die Römer dem jüdischen Volk angetan haben und antun wollten, das wird von uns nicht vergessen. Die Zerstörung des Tempels und die großen Trümmer, die die Römer hinterließen, die Verfolgungen und das gesamte Exil, das darauf basiert und der Fortsatz ist, das ist alles die Kraft von Esav, des Bösen, die dahinter steckt. Und in übertragenem Sinne setzt sich das bestimmt auch durch die Nazis fort und alle, die dazwischen das jüdische Volk verfolgt haben und vernichten wollten. Diese geballten Kräfte treffen Jakob, die jüdische Nation, in dieser Nacht. Die kämpfen miteinander. Und deswegen geht es um mehr als nur um 2 Körper, die miteinander ringen. Doch das Böse ist die Dunkelheit. Und die Dunkelheit hat eine Eigenschaft, die wir bald an Chanukka zelebrieren werden. Sie verschwindet mit Licht. Wir zünden ein Licht in der Dunkelheit an, in den finsteren Winternächten, in Tevet, Dezember, und wir erhellen die Nacht mit ein bisschen Licht. Und das Licht verschwindet vollständig, wenn der Morgen aufgeht, wenn die Morgenröte erscheint. Und deswegen, als in Satz 27 das Böse spricht, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an, sagt er, meine Zeit ist gekommen, die Welt zu verlassen. Die Dunkelheit ist vorbei. Die Nacht, die uns umgibt, egal welche Nacht, ob es diese Nacht ist oder die Nacht des 2000-jährigen Exils oder die Nacht in Persien, als für längere Zeit das jüdische Volk um seine Existenz bangen musste. Diese Nächte gehen vorbei. Und es wird der Tag kommen, an dem die Nacht vollständig vorbei sein wird und nur noch Licht da sein wird. In dieser Zeit wird das Böse mit der Dunkelheit zusammen verschwinden und keine eigene Existenz mehr haben. Bevor das Böse verschwindet, hat es eine Aufgabe. Es muss Shira sagen, ein Lobeslied an Gott. Das ist die Aussage des Engels laut unserem Weisen. Er sagt, die Morgenröte bricht an, lass mich gehen, ich muss Gottlob preisen, bevor ich aufgehe im Licht und keine eigene Existenz mehr besitze. Denn wir sollen wissen, das Böse ist von Gott geschickt. Es hat seine Aufgabe in dieser Welt. Und wenn es diese Aufgabe erfolgreich erfüllt, dann wird Gottes Größe gepriesen dadurch. Welche Aufgabe hat das Böse zu erfüllen? Was ist die Aufgabe des Engels Esav? Warum sollte er in Erscheinung treten und Jakob so übel zurichten und bekämpfen? Genau das ist die Frage von Jakob an die Gestalt. Er spricht nicht, geh einfach, du Böses, du warst da, jetzt brauchen wir dich nicht mehr, geh weg, du hast uns übel an der Hüfte zugerichtet, du hast uns ins Wanken gebracht, durch alle Zeiten, durch alle Verfolgungen. Durch die Vertreibung aus Spanien, genauso wie durch die Zerstörung des Tempels, genauso wie durch Gaskammern, du hast uns viel, viel übel zugerichtet in diesen Tausenden von Jahren. Das Licht ist gekommen, geh einfach. Nein, sagt Jakob,
Bevor du gehst, möchte ich, dass du mich segnest. Ich möchte, dass du mir sagst, was ist dein Segen, den du mir gegeben hast? Warum brauchte es dich? Warum bist du von Gott gesandt worden? Was hast du uns gegeben? Warum hat Gott das gewollt, dass wir von so viel Bösen bekämpft werden? Was ist die Antwort von dem Bösen? Die Antwort ist, du sollst nicht mehr Jakob heißen. Israel soll dein Name sein. Vorbei mit Jakob. Jakob, was ist Jakob für ein Name? Jakob beschreibt nicht nur Namen allgemein, beschreibe nicht nur einfach zufällig ein Etikett, das auf der Stirn klebt. Es ist nicht eine Art und Weise, wie wir uns erkennen. Es könnte Hinz oder Kunz sein. Nein, Namen beschreiben das Wesen eines Menschen. Insbesondere, wenn Gott zu einem Menschen spricht, dann spricht er zu allem, was diese Menschen ausmacht. Das ganze Wesen, die ganze Funktionalität, die ganze Aufgabe, die diesem Wesen bestimmt ist, in die Existenz in dieser Welt ausmacht, das alles steckt in dem Namen. Sagt das Böse zu Jakob, du hast Jakob geheißen. Jakob, weil du dich an die Ferse von Esav geheftet hast. Du hast dich festgehalten an anderen. Du hast dich immer versucht, aus dem Hinterhalt versucht, noch reinzuzwängen, versucht, Esav zurückzuziehen, ihn zu umgehen, ihn zu betrügen, mit der Bracha, mit dem ersten Erstgeburtsrecht irgendwie zurechtzukommen. Mal unter die Räder gekommen, mal geflohen, vor Esav geflohen, vor Lawan geflohen. Das ist Jakob. Vorbei mit Jakob. Jakob wird nicht mehr existieren. Aus dir wird Israel werden. Israel ist nicht derjenige, der wegrennt vor den anderen. Israel ist nicht derjenige, der immer von hinten versucht, sich festzuhalten und aus dem Hinterhalt versucht, irgendwie noch zurechtzukommen, weil die anderen sonst überlegen sind. Israel ist derjenige, der sich dem Kampf stellt, der mit Menschen und Gott ringt, der sein Schicksal in die Hand nimmt und sagt, von jetzt an wird mich das Böse nicht mehr ins Wanken bringen und nicht zu Fall bringen. Ich werde nicht davonrennen, ich werde es kontrollieren und ich werde auf den Wegen, auf dem Bösen reiten. Ich habe die Dinge in der Hand. Ich bestimme mein Schicksal mit Gottes Vertrauen und mit Gottes Wegen. Ich schaue ihm von Auge zu Auge ins Angesicht, ohne Angst. Israel, nicht in der Vergangenheit, nicht Sarel, nicht der gekämpft hat, sondern Israel, der kämpfen wird in der Zukunft, der jede Herausforderung annimmt, der sagt, ich werde nicht mich bücken und nicht mich ducken, ich werde bei erhobenen Hauptes und mit geradem Gang auf die Dinge zugehen und ihnen ins Auge blicken und daran größer werden. Das ist Israel. Wer schafft es, aus Jakob Israel zu machen? Dieser Engel, das geballte Böse, das viele Leid, das uns widerfahren ist durch die Jahrtausende, das Jakob selber erlebt hat, hat aus seinem Jakob Israel gemacht, hat ihm gezeigt, wenn du dich nicht stellst, wenn du immer nur davonrennst, dann wirst du am Ende nicht zu dem werden, wozu du bestimmt bist. Du sollst Israel sein und dazu musst du dich entwickeln. Du musst dich der Aufgabe stellen. Du musst dazu werden, was du sein sollst. Nachdem Jakob diesen bedeutenden Segen von dem Engel gekriegt hat, danach stellt ihm noch eine Frage. Er fragt ihn, was ist dein Name? Meinen hast du mir erklärt. Du hast mir gesagt, was ist deine Aufgabe in der Vergangenheit gewesen, aus Jakob Israel zu machen. Aber was ist dein Name jetzt? Die Morgenröte geht auf, das Licht erscheint. Hast du, das Böse, immer noch eine Aufgabe? Du hast deine Aufgabe schon erfüllt. Ich bin Israel geworden. Wirst du auch in der Zukunft, wenn das Licht erscheint, wenn das Gute die Welt überfluten wird, wirst du immer noch eine eigene Existenz haben? Wirst du noch eine Aufgabe haben? Die Antwort ist, warum fragst du, wie ich heiße? Du weißt doch, wenn das Licht kommt, ist die Dunkelheit
vorbei. Das Böse wird seiner Existenz beraubt sein, denn genauso wie Gott die Finsternis erschaffen hat, aus dem Nichts, und die Finsternis auch ins Nichts zurückverschwindet, wenn das Licht erscheint, so auch das Übel ist aus dem Nichts erschaffen worden, um seine Aufgabe und Funktion zu erfüllen und wieder zu verschwinden, wenn die Zeit gekommen ist, dass das Gute es überschatten wird. Dann, wenn die Schlamm, es ist vollkommen geworden, dass aus Jakob Israel wird. Und ein Schritt fehlt uns noch, der wird am Ende der Tora vollzogen. Jakob kriegt einen zusätzlichen Namen. In allerletzten Wochenabschnitt, Vesota Bracha, als Moschee den Segen erteilt, da nennt er das jüdische Volk Vayhi Bishurun Melech. Gott, der König, ruht in Jeshurun. Nicht mehr Israel, nicht mehr derjenige, der mit Gott und dem Menschen kämpft von Angesicht zu Angesicht, sondern Jeshurun, der Geradlinige, der einfach nur noch seinen Weg gehen kann, ohne Widerstände anzutreffen, ohne Hass zu begegnen, ohne dass die Leute, die Völker sich entgegenstellen und sagen, was willst du, deine Rechte müssen nicht zur Geltung kommen, sondern mit Einvernehmen und Einverständnis. Das sind messianische Zeiten, auf die wir warten und die so in Talmud beschrieben werden. Ich hoffe, wir konnten auf diese mysteriöse Begebenheit ein bisschen Licht werfen und hoffen auch auf das große Licht, das uns erwartet, das wirklich das Böse auf der Welt zum Verschwinden bringen wird, denn so ganz eingetreten ist es noch nicht, aber wir haben schon viel, viel Licht in unseren Tagen erfahren dürfen. Und falls Sie Fragen haben an dieser Stelle, darf ich Sie herzlich einladen, diese jetzt zu stellen. Meine Frage ist, es wird nicht gesagt, wie, welche Worte der Segen umfasst. Was Segne hat, war das nur eine Handlung oder waren das Worte? Gibt es da vielleicht im Midrasch oder so Andeutungen, was die Worte dieses Segens gewesen sein mögen? Ganz am Ende, dass er ihn nochmal segnete. Was ist gemeint mit diesem Segen? Es waren auf jeden Fall Worte, die er ihm gegeben hat, aber vor allem die Bedeutung davon, dass das Böse den Segen zugefügt hat, Jakob, das aus ihm Israel wurde, das ist der Segen, den er ihm weiter auf dem Weg gibt. Dass das Böse nun diese Entwicklung hervorgerufen hat und damit zum Segen für Jakob geworden ist. Das heißt, der aufrechte Gang, der wird von nun an auch als Segen Jakob weiter begleiten. Und auch als die Sonne aufging, wenn wir jetzt der Erklärung unserer Weisen folgen, die Sonne ging auf und Jakob genas, sie ging für ihn auf, dann können wir auch verstehen, dass der Segen, den Jakob erfahren hat, indem er zu Israel wurde, auch weiterhin ihn begleitet in dieser Zeit. Ist es so, dass hier steht ja, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft. Das mit Gott, ist es der Kampf mit diesem Engel, dass das der Kampf mit Gott war, weil Gott ihm diese Prüfung geschickt hat? Ja, auf jeden Fall, weil genau. Gott schickt die Herausforderungen, Gott schickt die Prüfungen und die Prüfungen sind dazu gedacht, dass der Mensch daran wächst, dass Israel daran wachsen soll. Das war schon bei Abraham der Fall, dass die Prüfungen sein großes Wesen zum Vorschein brachten und ein Potenzial in die Wirklichkeit umsetzte, welches sonst nicht zur Erscheinung gekommen wäre. Und dasselbe betrifft auch das jüdische Volk, dass es an diesen Begebenheiten auch weiter und weiter wächst und sich entwickelt. Das ist ja alles jetzt in der Vergangenheit gesagt, dass es alles schon geschehen ist. Mich bewegt der Gedanke, ob der Kampf mit Menschen nicht fortgeführt werden musste. Ah, überhaupt nicht. Das Ganze ist nur ein Sinnbild für eine lange, lange Zukunft.
Ja. Deswegen Esav, das ist Amalek, das ist Rom, das sind viele Nachkommen, die da noch folgen werden. Das ist nur die Versinnbildlichung, die Zusammenfassung der Geschichte, die Jakob noch erwarten wird über die Jahrtausende hinweg. Das bedeutet, deswegen ist auch dieses Gebot, von der Spannader nicht essen zu dürfen, ein Gebot für alle Generationen geworden. Mhm. Ich hätte auch noch eine Frage. Wo steht übrigens was über das Böse? Ich sehe in dem ganzen Text nichts vom Bösen. Ja, das ist eben das Verständnis, dass wenn wir über den Engel von Esav sprechen, im Text steht ja nichts ausdrücklich. Das ist ja genau die Spitze des Eisbergs, welche noch viel unter dem Wasser verbirgt. Wir sehen, dass es um eine außergewöhnliche Gestalt geht und diese Gestalt eine außergewöhnliche Funktion einnimmt. Und von da an beginnen die Weisen so Puzzlestück für Puzzlestück das Bild zusammenzusetzen, dass sich um den Engel von Esav handelt und das ist die Versinnbildlichung von den vielen Nachkommen Esavs, welche dem jüdischen Volk immer wieder Böses antun wollten. Und von da an setzt dann diese Erklärung an. Dankeschön. Ich hätte noch eine Frage von Abraham. Weiß man ja, dass er 10 Prüfungen machen musste. Weiß man von Jakob, wie viele Prüfungen er von Gott bekommen hat? Oh, er war hart geprüft. Es wird nicht so gezählt wie bei Abraham. Das Wort Prüfung kommt auch nicht vor. Bei Abraham kam es vor, nicht bei Jakob. Aber die Weisen sagen, dass er viele Herausforderungen hatte. Und diese Herausforderungen werden auch aufgezählt. Zarat Esav, Zarat Lavan, Zarat Dinah, Zarat Yosef, Zarat Shimon. Das sind also alle Bedrängnisse, die er hatte, von Esav, Lavan über seine Kinder Dinah, Yosef und Shimon, welche alle ihm Sorgen bereiteten. Ja, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Und hoffentlich werden wir uns bald wieder an dieser Stelle im Netz treffen. Vielen Dank, war sehr interessant. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Shalom. Shalom. Shalom.